Da, werden wir es in Cityland schaffen? Ah nein, da vorne ist Bowser. Den reißt man Arsch auf, Digga. So, kurzes Race mit Bowsers Flugschiff. Da ist er, der Bräutigam. So, time for a show of Wolkenland, Nimbus Arena. Gibt's manchmal hier bei Mario Odyssey so kleine Zwischenlevels. So, here we go. Das ist lustig. Da! Let's do this! Alter, die Schuhe, Bruder. Mario, ich habe jetzt echt keine Zeit für dich übrig. Ich habe nämlich meine Hochzeit zu planen. Hast du nur die leiseste Ahnung, wie stressig sowas ist? Oh ja, da sagst du was. Das ist die Hölle. Ja, sieht doch schon ganz gut aus. Das Bouquet ist das Beste. Okay. Ja. Als würde ich nicht kennen, würde ich nicht wissen, was jetzt kommt. Here we go, man. Then show me. So, muss jetzt zu Bowser und ihm richtig geben. Bam, Junge! First hit. Oh, das war schwach von mir. Na komm, Schwarz. Na, wo springst du hin? Nach rechts. Da. Auf die Schnauze! Zweiter Hit. Wird schwerer. Oh. Das war auch nicht ganz so Champions League mäßig. Hey, what the fuck was that? Naja, wir haben ja. Na dann. Achtung, jetzt blockt er. Müsst ihr drüber springen? Ja. Ihm nochmal geben. And that's it. Sorry, Bro. Feuer! Sie schießen auf die Odyssey. Oder auf mich. Wieder mal eine richtige Opfernummer von Mario. Verstehst du jetzt, mit dem du es zu tun hast, Mario? Das checkt er immer, Alter. Das sag ich dir. Die Schlägerei mit Bowser überlebt und kommen jetzt zurück ins Wolkenland. Sieht ganz nett aus hier. Oh. Der Mondquader hier leuchtet ebenfalls. Das sollten wir uns auf alle Fälle ansehen. Das machen wir auf jeden Fall, Digga. So, Leute, den ersten Powermond findet ihr hier auf der Map, genau in der Mitte. Gesichterpuzzle, fast ein Goomba. So, auf geht's. Einmal hier hoch. Einmal da hoch.
Monde gab es ja für die Schlägerei mit Bowser nicht. So viel ist klar. So, wir holen hier als erstes in diese Röhre rein. Yeah. Minispiel, sehr schön. Gesichterpuzzle. Ach, da bin ich mal richtig gut drin. Ach, scheiß drauf, ich versuch's, Bruder. Spitze da mal rauf mit dir. Oh, das ist so schlecht. Ich erkläre, wie Gesicht zu... Dieses Gesicht dieses Charakters hier, guck es dir genau an. Zuerst kaperst du einen Teil mit deiner Kopfbedeckung, dann drehst du es und bewegst dann die gewünschte. Ja, das ist geil. 60 Punkte kommst du gerade durch, versuch also lieber eine höhere... Okay. Sagen aus Erfahrung ist gar nicht so einfach. So, den nehmen wir mal als erstes. Oh mein Gott, das kann nur Katastrophe werden, Alter. Nein. Das ist so schlecht. Nee, gelächelt hat er nicht. So viel weiß ich. Jetzt noch die hübschen Augenbrauen. Nein, 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 nein. Digga, ist das ein Wichs. Ah, Digga, ja, kann ich schon vergessen, Leute. Ja, sollte fertig sein, Digga. Wird bestimmt eine Katastrophe. Jetzt hab ich komm. Ja, Digga, komm. Dieses Spiel ist so nutzlos. Ich war so schlecht, dass ich da überhaupt den Mond gekriegt habe. Aber okay, ich nehme ihn. Auch wenn er mir geschenkt war. So. So, meine Freunde. Peach im Wolkenland findet ihr natürlich erst, wenn ihr es durchgezockt habt. Und dann ist Peach natürlich wieder frei. Und den findet ihr hier. So, Leute, wenn ihr wieder auf der Hauptebene seid im Wolkenland, dann geht ihr einmal hier rüber zu Madame Peach. Hallo. Wolken so... Ah ja, alles klar, Digga. Quatsch uns mal nicht voll. Sich in dieser Höhe zu befinden, ist einfach herrlich. Von hier aus kann man die ganze Welt überblicken. Also, Leute, der hat mir natürlich Peach dann den Stern gegeben, den Mond gegeben. Sorry, hat so ein kleiner technischer Fehler, deswegen konnte ich euch jetzt nicht zeigen, wie ich ihn bekomme. Quatscht sie an und ihr kriegt den Mond, den ihr braucht, Leute. So, Leute, wir sind wieder da, wo Peach war. Und jetzt werden wir weitergehen, um den Metallblock zu öffnen. Da gehen wir einmal hier rüber. Rüber. Schön. Und dann gibt es hier den Jump drauf. Jawohl. Und die Monde werden verteilt. Ja, wenn es nur so viele wären, ne? Hier. Aber ich glaube, hier sind es nicht mehr so viele. Also Block erledigt. Na, gibt ein paar. So, Leute, Mond 3 gibt es genau hier. Aber erst, wenn ihr es durchgezockt habt und den Metallblock zerstört habt. So, Leute, wir sind mitten auf der Hauptebene. Hier ist wieder unsere Odyssee. Da. Ja, what the hell? Da war der Mond. Einfach da eine Stampfattacke machen. Wolkenversteck, Freunde. Sorry. Powermond 4 hoch und höher über den Wolken findet ihr hier, aber erst, wenn ihr es durchgezockt habt und den Block zerstört habt. So, Freunde, wir sind aus der Metallröhre, also neben der Metallröhre hier, ne? Da hinten ist die Odyssee, nur dass ihr es mal so auf der Map auch ein bisschen seht. Hier ist er. Gehen wir hier rüber. Wenn ich es auf die Reihe kriege, den Hut geradeaus zu schmeißen. Ihr wisst Bescheid. Und dann einmal hier drauf. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier das hier. Und dann werden wir jetzt gechallenged, Hüte zu schmeißen, bis der Arzt kommt. Jawohl. Seht ihr auch nochmal schön das Hutland. Hutland, Digga. Wolkenland in der Übersicht. Von oben. Also glaubt mir, das ist, ihr habt mehr Zeit, als ihr denkt.
ganz entspannt und ruhig den Spaß machen. Und dann einfach nicht den Mond verkacken. Oh Gott, war das knapp! Hoch und höher über den Wolken. So, Powermond Nummer 5, Überquerung des Wolkenmeers, findet ihr hier. Aber auch wieder erst, wenn ihr es durchgezockt habt und den Block kaputt gemacht habt. So Leute, da wo wir den Block gerade kaputt gemacht haben, da gehen wir gleich weiter. Dann gehen wir hier runter. Gibt es einen Haufen Hüte? Ich bin richtig lost. Lasst euch nicht so viel Zeit wie ich, sonst wird es wirklich knapp. Ja, genau. Einmal darüber. Da cheat man ein bisschen. Holen wir uns den Schlüssel. Das heißt, wir dürfen wieder zurück. Da, wo letzten Endes der Metallblock war, dürfen wir wieder hin. Da kriegen wir aber alles hin. Jawohl. Rübergesprungen. Da wieder rauf. Und dann graben wir uns den Moon. Sehr schön. Überquerung des Wolkenmeers. So Leute, Mond 6 findet ihr genau hier. Notenjagd auf und ab. Viel Spaß. So Leute, wir sind weiterhin auf der Wolkenebene. Da hinten links ist Peach, so für euch zur Orientierung. Dann geht ihr einmal hier hin. Mal. Nochmal. Und dann glaube ich, kommen wir wieder in die Höhe. Einmal Stampfattacke, Freunde. Und dann haben wir Noten. Ach du heilige Scheiße. Ja, das war ärgerlich. Oh, ich habe das sogar geschafft, Digga. Ich glaube es ja nicht. Das ist irgend so ein Wild Jump. Und dann hoch mit uns. Mond abgreifen. Fertig ist das Ding. So Leute, Powermond Nummer 7, wieder Gesichterpuzzle, Kotz, ein toller Goomba, schaut's euch an, ist gar nicht so schwer. So Leute, und für den nächsten Powermond müssen wir wieder in die mittlere Röhre rein. Zeig ich euch. Einmal hier. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich richtig gamblen. Gesichter, das Spiel 7a, na na na, kommt her und versucht euer Glück. Ich habe die Schwierigkeit gerade erhöht. Wenn du den Rekord aufstellst, gewinnst du einen Mond. Ah ja. Und dann, das heißt, wie viele Points brauche ich? Ich erkläre dir mal, wie das Gesichtspuzzle funktioniert. Ja, ja, haben wir schon gemacht. Ja, ja, also. 80 Punkte, Digga. Das ist heftig. Heftig, heftig. Okay. Jetzt verschwindet die Scheiße. Das ist übel. Oh, das wird dauern. Das wird dauern. Das kann ich euch schon mal garantieren. Das wird dauern. Nein, 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 nein. Mach jetzt mal nicht diesen. Alter, das ist so unintuitiv, Digga. Das ist Wahnsinn. So, das soll es gewesen sein. Schauen wir mal, was der Kollege sagt. Jetzt bin ich echt gespannt. Bist du fertig? Ja, ich hoffe es. Ich denke es. 80 Punkte, Bruder. Das wird richtig krank. Wow. 89! First try, bitch! Spitze, hast du es geschafft. Hier hast du deinen Mond. Hätte ich nicht gedacht. So, Gesichterpuzzle, ein toller Goomba geschafft. Und der vorletzte Powermond, König Quader Nummer 8, findet ihr erst, wenn ihr es durchgezockt habt und den Block kaputt gemacht habt. Ebenfalls findet ihr den Powermond Nummer 9 in den Würfel hinein, genau hier. So, Leute, wir gehen rüber. Wir haben natürlich den Metallblock schon zerstört. Da gehen wir jetzt auch mal wieder zurück. Ein Auge hier. So. Hier mal da hinten seht ihr die Röhre. Da gehen wir mal rein. Die ist natürlich auch erst da, wenn wir den Metallblock kaputt machen. Meine Freunde. Einmal hier rein. Oh yeah, it's 2D-Time. So, heißt erstmal wieder Mondstücke sammeln, ne? Kennt den Drill. 5 Stück.
Boing, boing. Oh, das war ziemlich schlecht. Ja. So, sehr schön. Digga, ich weiß nicht, was ich hier gerade für eine Wichse zusammenspiele. Das ist risky as fuck gewesen. So, dann hier mal die Typen rasieren. Sehr schön. Ich hoffe, es wird jetzt mir nicht zur Todesfalle. Nö. So. Dann einmal hier. Habt ihr ein paar Blöcke. Geht ihr einmal hier hoch. Da gibt es erstmal einen Mond. Vor, ne, ich sag mal free. Fast free. So, kurz warten. Assis checken hier rum. Jawohl. Sü in den Würfel hinein. Legendary. So, und dann holen wir uns noch das letzte Mondstück. Dann gehen wir hier runter. Sehr schön. Oh, jetzt wollen sie mich ganz... Ja, komm. Mach mal nicht diesen. Erstmal hier die Sucht befriedigen. Ach, so viel Sucht war es jetzt gar nicht. Ah, hier war. Ja, genau. Dann, fünfter Moon ist da. Und das heißt, wir müssen wieder raus. Ja. Dann gehen wir hier rein. And that's it, my friends. König Quader. So, meine Freunde, auch das relativ kurzer Level. Wolkenland relativ schnell erledigt. Auch hier gab es wieder keine Münzen. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem weiterhelfen. Ich sag auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.